Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. Unser Auto ist mal wieder im Eimer und dann schauen wir mal, wie das irgendwie zu flicken ist. Hey, die Stoßstange ist noch überraschend gut. Die wollen wir einmal überlackieren. Ich hab's doch ausgerüstet. Nein! Eimer der Wiederherstellung kommt zu mir. So. Nein, doch nicht den Scheinwerfer. Ich kann die Stoßstange nicht reparieren. Könnte den Scheinwerfer reparieren. Aber ich habe eine bessere Idee. Wir haben ja diesen Regenerationsding mal gemacht. Scheinwerfer in der Hand. Kann ich sogar hier reinlegen. Das ist klasse. Dann fangen wir an zu regenerieren. Dann nehmen wir den anderen auch noch. Oh, der ist repariert. Obwohl der hat... Hat der einen Riss? Der hat auf jeden Fall eine kleine Macke. Ah, ich glaube, hierfür brauche ich einfach was anderes. Reparieren? Keine, weil das seltsam ist. Oh, das finde ich aber seltsam. Oh, der Stahlplatte geht's nicht gut. Der Tür auch nicht. Ab in den Materieregenerator. Kann man einfach deponieren. Und machen wir das mit den anderen Türen auch mal. Die sieht von außen gut aus, von innen nicht. Rein mit dir. So, wie viel passt noch? Eine auf jeden Fall. Stahltür am Arsch. Nehmen wir die Stahltür, die am Arsch ist. Warum denn nicht? So. Macht ihr jetzt was? Da, wieso seid ihr so gelb gebobbelt? Materieregenerator. Dank raffinierter LIM-Technologie und einer fortschrittlichen spektromechanischen Akustikanlage kannst du an dieser Station bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren. Das heißt, es repariert, während ich weg bin. Na gut, das ist ja gar nicht so unpraktisch. Dann habe ich halt immer zwei Sets an Türen oder so. Dann müssen wir nur welche craften. Ist, glaube ich, eh billiger. Also, Stahltür. Damit. Stahltür. Stahltür. Ah, ich kann nach rechts. Das muss ich nicht extra machen. Wie viele Stahltüren habe ich denn schon gemacht? So, die kommt auf jeden Fall dahin. Sieht doch gut aus. In die Hand und an die Autowand. Habe ich nur zwei gemacht. Das reicht aber nicht. Nein, was? Ich brauche doch noch eine Stahltür. Stahltür, Stahltür, Stahltür. Stahltür. Und noch eine Stahltür. Kann nicht schaden. Oh, hinten ist auch am Arsch. Und da gehört es erst recht nicht rein. Ach, die geht. Einmal überlackieren. Passt wieder. So, die nehmen wir hier auch runter. Die wird irgendwann repariert. Ah, ich brauche mehr Platz. Ah. Achso, da ist schon was drin. Was ist denn da drin? Nur eine Stahlplatte. Eine gute nehme ich in die Hand. Welche ist denn am kaputtesten? Die da. So, bleib mal kurz hier liegen. Ich nehme das Schrottteil mal weg. Und ich dengel ich ran. Ich hoffe, der Reifen ist nicht schon wieder platt. So, wie viel Platz ist denn noch in der Maschine? Wird sich ja lohnen, das auszunutzen. Okay, das ist definitiv belegt. Hier haben wir noch ein bisschen was, was rein könnte. Ein Stahlblech wird es nicht sein, aber schon Reifen. Oh, die primitive Stoßstange. Hinfort mit dir. Ja, du bist brüchig. Das glaube ich dir. Dich verhäckseln wir gleich. Zu wertvollen oder mehr oder weniger wertvollen Ressourcen. Noch ein Stoßding wird nicht reingehen. Gut, dann einmal überstreichen. Ein Reifen. Ja, Reifen sehen eigentlich ganz okay aus. Das sind, glaube ich, auch ein Tick zu groß. Wir versuchen es. Ist doch nicht arg kaputt. Na, perfekt. Ein Reifen hat reingepasst. So. Kann aber nicht die ganze Zeit Türen reparieren. Na gut. Jetzt, was braucht man? Wir fragen erstmal die Mülltonne der guten Gaben. Und Konserve. Kupfertra. Primitive Platte. Dankeschön. Reparieren keine. Essentiell. Na gut.
will die doch nur tragen und gleich in den Verschrotter bringen. Du bringst mir nämlich gar nichts. Und Verschrotten bringt mir auch nichts. Na gut. Oder? Nö. Kann ja mal passieren. Ich frag dich nochmal, hast du einen guten Reifen für mich? Na, hab ich gerade kaputt gemacht. Und du hast hier auch... Oh, du hast Ersatzreifen und Sommerreifen zumindest. Fackeln nehme ich immer gerne an. Oh, hier stehen Computer für Elektrobauteile. Ist mir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht schon und ich habe es einfach wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Im Dixie-Klo ist nix. Dann wollen wir mal zuerst ein Offroad-Reifen nachmachen. So. Auto muss ja richtig widerstehen. Vor allem den Strahlungsdingern muss er widerstehen. Das kleine Tüff-Tüff. So, Konserve bringt mir nichts. Ich muss nochmal was reparieren. Und ich brauche eine Stoßstange. Primitive Stoßstange, das reicht nicht. Wenn ich eine bessere Stoßstange, kann ich die erforschen. Er hat die Tür zugemacht. Ah, Basketball. Ein Versuch. Ah, scheiße. So, da ist das drin, da ist gar nichts drin. Ich hätte gern eine Stoßstange. Stoßstange aus Stahl, stabile Energie bestätigen. Ja, damit. Wird aber auch Zeit. So, die kommt dann gleich hinten ran, wenn wir das denn hinbekommen. So, also noch ein Stahlblech. So viel, wir müssen mal wieder Stahl nachkriegen. Ah, jetzt sieht es doch wunderbar aus. Achso, die Tür hinten fehlt natürlich noch. Das ist problematisch. Aber, den kriegt man hin. So. Wunderbar. Gar nicht. Ne? Ich will dich doch nur anbringen. Hallo? Tür? Tür nach hinten? Pappkartons brauche ich nicht. Ich will mich verarschen, dass ich den Kofferraum-Ding nicht mehr. Was ist jetzt los? So, Türen. Eine müsste fehlen. Kofferraum leer. So. Wieso habe ich eine Stahlplatte gemacht? Das macht hier gar keinen Sinn. Macht hier gar keinen Sinn. Ich dachte, ich mache eine Tür. Achso, die Stahltür. Ach. Ja gut, sieht auch mir aus wie eine Tür. Da lag das Problem mal wieder bei mir, nur ich habe es nicht gecheckt. So, das da vorne sollte man unbedingt noch reparieren. Auch ich kenne mich mit den Macken doch nicht aus. So. Reparaturkit braucht man 1 und Scheinwerfer im guten Zustand 0 von 2. Das ist nicht gut. Und die Platte hier ist auch nicht gut. Dann lagern wir die mal ein. Und nehmen die, die ich gerade hergestellt habe, in die Hand und ans Auto. Was mache ich jetzt gegen die... Also, Scheinwerfer links habe ich gar keinen. Müssen wir nachmachen. Scheinwerfer links, Scheinwerfer, 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 Scheinwerfer. Machen wir mal 2. Einfach, weil es Spaß macht. So. Irgendwie müssen wir Ressourcen, ja. So, du kommst dahin. Du kommst in die Hand. Und du ab in den Schrank mit dir, du wirst später repariert. Ja, die sieht jetzt nicht so toll aus da drin. Impulsemitter brauchen wir gerade nicht. Reparaturkit wird, also Mechanikerkit, Abdichtkit, Reparaturkit. Das geht wieder auf die Chemikalien. Da hilft ja alles nichts. Was müssen wir denn unbedingt reparieren? Ich könnte mal eigentlich auch neu craften. Ist billiger. Die Chemikalien gehen echt auf die Ressourcen. Ja, ist egal. So, die heilen wir. Ach, was soll's. Was soll der Geiz? Die heilen wir auch. Und dann nehmen wir den wieder mit. Also, ist ja noch gar nicht ausgeräumt hier. Ha, was mache ich denn? So, was ist das? Riesenfluff.
auch was für die Verschönerungsmaschine, Leiterplatten, Glühbirnen, bla bla bla. Nee, ich wollte aufs Inventar zugreifen. Ist doch hier hoffentlich. Passt. Ach, das kommt in die Lacke. Das auch. Na gut, kann sich ja mal irren. So. Das passt. Der Rest kommt woanders hin. Hier irgendwas, was sich noch beschwert. Hier der hintere Reifen. Er kann ja nicht alles auf 100% reparieren. Der Postbote Teil 2. Keine Ahnung, wo ich die aufbewahren muss. So, und hier müssen wir unbedingt mal ein bisschen Platz schaffen. Na gut, was haben wir denn? Quietscheentchen sind woanders. Oh Gott, von den Teilen haben wir gerade echt wenige hier. Von denen gar keine, die sind da oben. Ah, Plastik können wir verschwinden wie sonst was, das ist ja schön. Und die Teile anscheinend auch. Glas und Bleiplättchen. Boah. Mist, jetzt ist ja die Autotür drin. Na gut, dann müsst ihr mir kurz verzeihen. Das wird temporär erstmal hier drin gestapelt, das da auch, bis ich weiß, was ich damit anzufangen habe. Oh, was soll's. Fackel nehme ich mit und ich glaube, dann können wir gehen. Ihr seid echt nicht schon repariert? Nee, nee, überhaupt nicht. Schade. So. Routenplaner. Sieht ja alles furchtbar aus, aber wir kommen zu unserem Wegpunkt. Muss ich da was auswählen? Nö, passt. Ist ausgewählt. Wird schon schief gehen. Wie sie... Na, das müssen wir noch einmal. Auf gut Glück. Ja. Irgendwann schaffe ich's. So, die kommen raus. Das nimmt nämlich nur unnötigen Platz weg. Das kann drin bleiben. Das wird aktive Ding ersetzen. Und die kommen auch erstmal hier hin. So. Mir egal, sieht furchtbar aus. Jetzt schauen wir noch, was wir denn erforschen können und dann geht's los, bevor meine ganze Energie abgesaugt wird. Labile Energie haben wir doch. Könnte ich bestätigen. Analysemodul, dieses Upgrade der Magnenmaschine will ich nicht. Was haben wir hier? Knotenpunkt-Restabilisator. Habe ich zu wenig labile Energie. Aquarium. Hört sich jetzt auch noch nicht sinnvoll an. Es sei denn, das wäre in meinem Kofferraum. Das wäre praktisch. Carbonglasfaser. Aha. Bauplanmaterialien. Glaubt, es braucht man viele andere Materialien dafür. Ja, könnte man machen. Seitliche Flutlichter. Schalte ein seitliches Gestell frei. Wie mache ich das denn? Primitive Taschenlampe, die hätte ich natürlich gern. Hoffentlich geht die nicht so schnell kaputt. So, da haben wir es zum ersten Mal, glaube ich, labile Energie genutzt. Und was gibt's hier? Plasmaladegerät. Okay. Und Blitzableiter. Das wäre natürlich praktisch. Das braucht Wackelwrack-Anomalie und ein seitliches Gestell. Wo kriege ich denn seitliches Gestell? Ah, hier. Verriegelt. Ich glaube, da muss man die Werkbank upgraden. Und das Upgrade war irgendwo. Hier. Fortschrittliche Werkbank. Braucht Stahlbleche und ja, 3 labile Energie. Na gut, dann craften wir noch eine labile Taschenlampe und dann nichts wie weg hier. So. Ich hoffe, die hält jetzt ein bisschen. Oh, viel besser. Nicht zu lange aufmachen. So. Mülltonne, was hast du für mich? Nehme ich gerne. Nehme ich Plasma? Dankeschön. So, die primitive Platte. Einfach in den Häcksler, dann ist er aufgeräumt. Kommt leider nichts raus. Hoff, die Mülltonne ist nicht beleidigt. Dann los geht's. Ich hoffe, wir sind vorbereitet. Lade die Batterie und tanke vielleicht mal voll. So viel dazu. Ja. Rein mit dir und du bist voll, du bist voll. Fängt gut an, wieder Kofferraumdeckel über die Rübe gezogen. So, Batterie einmal voll machen. Ja, wunderbar. So, Magnenmaschine. Schalthebel, Motorhaube, Scheibenwischer.
Was weiß ich? Hinweis 0,5. Achso, ich will keinen Hinweis freischalten. Was heißt Scheibenwischer fährt nach rechts? Schaltet sich ein oder aus von mir aus? Eine Fähigkeit. Lenkradradio. Ein beliebiger Reifen. Nee, löst sich nicht. Kofferraum. Ah, das wird nichts. Ihr habt doch keine Ahnung, was der gerade für eine Macke hat. Wir werden sehen. Er lenkt ein bisschen nach links und... Okay, zwei Reifen sind ein bisschen angedascht und die Stoßstange. Dagegen kann ich aber nichts machen. So. Ab geht die... Ab geht die... Fährt nicht. Fährt jetzt, okay. Fahren vielleicht auf irgendwas. Geparkt, was weiß ich schon. Hey, ich muss nicht mehr nach links nachkorrigieren. Ach, so ein heiler Reifen hat doch was Gutes an sich. Oh je, das wird jetzt schwierig. Mein Spiegel ist auch in Ordnung. Ach, da kann das Abenteuer so richtig losgehen. Wo wollen wir denn hin hier? G1. Auch wieder auf dem halben Weg anhalten. Fahr doch einfach durch. So. Geladen ist schnell. Das muss ich dann nicht skippen. Anhalten. Hammer hier irgendwas. Ja, zumindest Chemikalien können wir noch abgreifen. Das ist doch was Schönes. So. Ah, ist das ein Truck, den wir looten können? Nö. Ansammlung an Mist. Ohne Loot. Da ist aber ein Bus. Nee, das ist ein Truck. Aber ist es egal. Der hat gutes Zeug. Hoffe ich zumindest. Das ist ein Tanklaster. Nicht mal das. Her damit. Ich nehme gleich alles. Ja, Sommerreifen können wir zerlegen. Benzintank noch gut voll. Erstmal schauen, was du hinten so drin hast. Stahlplatte. Wunderbar. Können wir vielleicht eine... Nein, ich habe ja alle reparieren lassen. Die Teile sind auch gut. Ja, tun wir mal rein. Leg mal die einfach mal rein. Achso, ich habe jetzt viele Konserven mitgeschleppt. Jo, das ist Pech. Ist halt so. So, das kommt da rein. So. Dann würde ich sagen, zerhäckseln wir mal hier ein bisschen was. Die Stahlplatte nicht unbedingt. Die Sachen nehmen wir auch mit. Ist ja erstmal wertvoll. Ich hätte gern so einen mobilen Zerschredderer. Und nicht nur einen in der Basis. Kommt vielleicht noch. Gibt ja so viel Zeug zum Freischalten. So, und gescannt haben wir die natürlich schon. Stahltür komplett heil. Oh, das wär natürlich deutlich günstiger gewesen. Ich heb's jetzt mal nicht auf. Ich will meinen Staubsauger probieren. So, Sommerreifen hinfort mit dir. Und mit dir. So. Wärmer das... Ne? Geräusch? Kein Geräusch. Kein Geräusch, Finn. So, dann würde ich sagen, saug mal das mal ein. Ach, das ist ja wirklich nur geringer Radius gerade. Metallschrott, alles aufgehoben. Gut. Naja, zumindest ein bisschen was. Da hinten ist noch eine Station, da können wir Plasma abzapfen. Das wäre natürlich auch fancy. So, erstmal rein mit dem Zeug. Und ich habe ein schlechtes Gefühl, weil wir wieder so voll sind. Egal. Vielleicht esse ich die Dosenration gleich. Dann haben wir zwar später nichts. Aber was soll's. Ach, jetzt sag bloß, ich brauche ein Elektriker-Kit dafür. Ja, natürlich. Habe ich noch nicht. Pech für mich. Einfach Pech für mich. So. Was will denn hier geerntet werden? Eine Natriumlampe. So. Her damit. Ja, empfohlenes Werkzeug, Handstaubsauger. Aber wohin? Ah, okay. Da kommen die Glühbirnen gleich so raus. Ich verstehe. Deswegen soll man das so machen. Dann bleiben die heil. Haben wir drei Glühbirnen bekommen.
Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Und den Rest können wir wie gewohnt zerlegen. Dachte, wir kriegen irgendwie Natrium raus oder sowas. Ne? Da ist ja noch eins. So, Staubsauger. Hier mit euch Zeugchen. So. Ich glaube, die Geräte sind gleich am Arsch. Dann können wir es auch noch voll verbrauchen. Mag das zwar nicht, weil ich keinen Ersatz habe. Und das genau passiert, bevor der drauf geht. Das war also reine Verschwendung. Na, ist egal. Damit kommen wir auch klar. Und dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ja, auch nicht schlecht. Beziehungsweise im Auto-Inventar, weil das kann ich gleich ausrüsten. Was kommt da rein? Und dann würde ich sagen, passt es tatsächlich wieder. Klappe zu, Rübe nicht gestoßen. Motor ist gelaufen, warum auch nicht? Mache ich ja immer so. Warum ein Running System ändern? So, jetzt hätte ich gerne noch den Wegpunkt, obwohl es relativ klar ist, dass wir hier hin müssen. Schadet nicht. Oder schadet ein bisschen. Könnt ihr entscheiden. Aber ich glaube da. Damit kommen wir zurecht. Jetzt haben wir sogar noch die Wahl, welchen Tunnel wir nehmen. Warum denn das? Also laut Karte haben wir links und rechts ein. Ich würde sagen, nehmen wir den rechten. Der ist direkt auf unserem Weg. Über die Rampen. Wir müssen unser Auto nicht gleich kaputt machen. Wir machen es ja später kaputt. So, muss mal für mich die Lautstärke ein bisschen erhöhen. Wird leider gerade auch aufgenommen, das mag ich nicht, das Overlay, aber musste sein, war sehr leise gerade die ganze Zeit. Hör ja gar nicht, wenn ich mich erschrecken soll heute. Gut, vorhin habe ich ein lautes Geräusch gehört und war dementsprechend mehr irritiert als sonst, weil der Rest halt so leise war. Naja, jetzt klingt es annähernd normal. Und dann schauen wir mal. Ja, ja, sehr viele Fässer hier. Für einen Truck wäre ich noch angehalten. So, mach mal das Licht vielleicht aus, wenn das an der Batterie saugt. Ist vielleicht dämlich bei Tag damit zu fahren. Obwohl es eigentlich Lampenpflicht gibt. Zumindest in Teilen von Deutschland. Oder zumindest auf der Insel Rügen. Von mehr Teilen weiß ich tatsächlich nicht. Ja, das reicht hier als Beispiel. So, kein LKW hier mehr. Ne, das sieht fast so aus wie noch ein LKW. Da können wir nochmal voll machen. Diesmal fahren wir aber von der richtigen Seite hin. Da gibt es sogar Anomalien. Uiuiui. Ja, ganz schön was los. Wir haben den richtigen Weg genommen. So. Einmal voll machen. Scheiße. Jedes Mal dasselbe. Ich dachte, diesmal bin ich besonders klug. Und war besonders dämlich. So. Auto steht diesmal nämlich andersrum. So, wenden in viel zu vielen Zügen. Nur das Auto nicht ankrachen. So. Jetzt soll's aber reingehen. Komm her, du Zapfpistole. Oh, das hat sich nicht mal gelohnt. Hast du noch was für uns? Stahltür, Offroad-Reifen. Oh, warum nicht? Die Zone ist ja noch relativ ruhig. Können wir hier looten und dann geht schnurstracks durch die anderen, dass wir mal zum Missionsziel kommen. Staubsauger? Mag ich eigentlich schon. Wäre nicht so teuer, würde ich ihn mehr mögen. So, da haben wir natürlich noch zwei Offroad-Reifen. Können wir eigentlich einen von unseren ersetzen. Hergestellter Gegenstand wird verschrottet. Von wem? Nicht von mir. So, wir brauchen hier das da in der Hand. Ah, gleich beide hast du runtergemacht. Du bist ja ein klasse Werkzeug. So, Reifen heil. Reifen heil, Reifen nicht heil. Unheilvoller Reifen. So. Ja, damit. Vorne. Wird sich anbieten. Du brauchst ein Abdicht-Kit? Oh Mann. Ich dachte, du wärst heil. Ist der andere auch platt? Aber Abdicht-Kit ist, glaub ich, billiger als das andere. Wir schauen mal. Hab jetzt nicht gewusst, ist der andere auch platt?
Nö. Gut. Ein platter Reifen reicht, finde ich auch. Abdichtkit. Ja, das ist sehr billig. Hält natürlich auch nur einmal. Ich dachte, ich hätte ein Abdichtkit. Ah, da ist es. Und ja, wieder besser. Ich denke, da rechts gibt es erstmal nichts für uns. Ansonsten sind wir hier auch fertig. Die können wir natürlich verschrotten. Ja, ich weiß, dass hergestellte Gegenstände verschrottet werden. Wenn sie denn stillhalten würden. Wieso gibt es überhaupt eine Warnung? Ich weiß, was ich tue. Ich bin ein Profi. Definitiv. So, hier mit dem Zeug. Hast ja nicht mal alles eingesaugt. Bist wie mein Staubsauger daheim. So, Tür zu. Ab dafür. Reifen sind wieder heil, ist das nicht schön. Kann nicht sagen, dass er sich besser fährt, aber zumindest die Farbe ist hier besser. Wird nicht mehr so gelb nervös machend angezeigt. Das ist doch auch schon was. Ein kleiner Vorteil, aber zumindest ist es einer. So. Weiter geht's. Ab in die Gefahrenzone. Beziehungsweise erstmal in die normale und dann in die Gefahrenzone. So. Boah. Lade zeigt man wieder. Ach, das muss ich nicht skippen. Das ging noch schnell genug. Da konnte ich noch denken. So, dann würde ich sagen, geh mal zur extreme Bedingungen. Warum denn das? Hab ich nicht gewollt. So, Wegpunkt ist gesetzt. Wir fahren auch nur direkt dahin, holen die Energie und fahren weiter. Müssen nicht jedes Gebiet durchlooten. Wir haben schließlich das Objective, hinter die erste Mauer zu kommen. Und da würde ich mich gern dran halten. Boah, die Crash-Test-Dummies sehen zumindest schon wieder extrem aus. Ich glaube, wir fahren links lang, also da, wo wir gerade lang fahren. Obwohl, querfeldein ist auch sympathisch. Was steht denn hier alles rum? Nichts von Bedeutung. Na gut. Oh, da ist Instabilität. Ah, nicht überall. Oh, 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 oh. Aber nicht überall. So. Ein Glück habe ich schon Offroad-Reifen hier. Dann geht es fix wie sonst was. Da oben sind noch mal Teile, die Strom machen. Da sollte ich ein bisschen vorsichtig ran, aber ich sehe ja nichts. Ja. Genau deswegen. Na komm. Ich fahr nicht. Noch ein bisschen. Nein. Wir müssen doch nur hier links dran vorbei. Hui. Er war beinahe spannender als nötig. Bleibt spannend. Ganz schön rumpelig hier alles. Sollte mich vielleicht erstmal auf den Abhang konzentrieren, bevor ich schön in der Landschaft rumschaue, ob wir was Tolles sehen. Okay, mehr Natriumlampen. Hab ich gerade nicht so das Bedürfnis danach. Weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir eine Heilstation irgendwo? Nee, aktuell nicht. Jo, Chemikalien könnte man looten, aber wie gesagt, das wäre jetzt nicht mein Primärziel. So, wenn wir da lang fahren, ist es doch deutlich angenehmer. Kommen wir sogar richtig vorbei. So, da gibt es noch Gebäude mit Satellitenschüssel links. Also da kommen wir an Chemikalien, die können wir ja zumindest mitnehmen. Und da sehe ich einen Umwandler. Schauen wir mal, was der umwandelt. Kommen wir hier eigentlich rein? Ja, mit dem Hammer. Den Hammer, Hammer. Ist ja schön hell hier. Creepy Bärenstatue da, aber ansonsten Plumpsklo, warum nicht? Besser als in die Büsche kacken, sage ich immer. So, Kasse kann ich nicht. Hat es sich jetzt nicht gelohnt, hier meinen Hammer zu verschwenden? Nö. Na gut. Lerneffekt ist da gewesen. So, Auto bleibt hier. Da ist noch so ein Container oder war das der? Ach, das war der, den ich markiert habe. Dann schau mal kurz hier, was für ein Umwandler da drin ist, bevor die Instabilität entscheidet, dass er sich hier wohler fühlt bei uns. Komme ich da rein? Ja, mit dem Hammer. Ah, ich hoffe, wir haben noch einen Hammer im Auto oder können zumindest einen nachcraften.
Wer weiß das schon? Verrückter Spiegel ist das. So, da leuchtet noch was grün, das irritiert mich halt. Das ist, das Exit-Schild da. Ich bin nicht mehr irritiert. Impulshammer braucht Zahnrad und Gasflasche. Ja, da habe ich schlechte Neuigkeiten für dich. Hammer nicht. Zahnrad habe ich, Gasflasche habe ich nicht. Vielleicht haben wir da drüben Glück mit der Gasflasche. Hab echt nur Angst, dass mein Auto irgendwie entführt wird. Rohrpostsystem ist da, da können wir natürlich auch reinschauen. Naja. Zumindest kommen wir hier mal rein. Hey, ich dachte, meine Taschenlampe ist ausgerüstet. Wo ist meine Taschenlampe? Sagt mir nicht, dass ich meine Taschenlampe abfallen lassen. Oh. Warum mache ich sowas? Gefahrgutschrank, Brechstange. Habe ich. Gasflasche, Chemikalien, Gasflasche, sehr schön. Können wir einen Impulsrucksack machen? Mensch, finde ich viele Konserven heute. Ist gar nicht so schlecht. Sehr viele Konservierungsstoffe sind da aber drin. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. So. Passt. Gelootet. Hier mit meinem Impulshammer. Na gut. Die Rohrpostanlage, da forst mal auch noch. Vielleicht ist ja mal was Nützliches drin. So schlecht waren die bis jetzt nicht. Ja, das sieht doch gut aus. Und wieder so eine Perle. Kommt da rein. Kann ich gar keinen Impulshammer aus. Oxidiert? Was oxidiert ich? Mein Auto? Weiß ich nicht. Irgendwas oxidiert. So, was können wir reintun? Hoffentlich die Perle. Gut. Rest stapeln wir auch irgendwie. Warnung, Inventar voll. Ja, das weiß ich doch. So, Impulshammer für Papa. Wo? Da ist meine Taschenlampe. Her damit. Was suchst du da drin? Und Impulshammer? Oh, Impulshammer, da Impulshammer. Na gut. Plastik ist voll? Nö, passt doch rein. Konserve lässt sich stapeln. Gut. Ja, die Pistole brauchen wir gerade nicht. Ja, wollen wir mal reinschauen. Bevor hier die Zone komplett zusammenbricht. Das hört sich schon mal nicht gut an. So, was haben wir hier? Ein Spind. Der spinnt wohl. Na, Laborcomputer könnte man zerlegen. Brechstange. Sehr gut. Oh, so viele Gasflaschen. Ist das wunderbar. Das sind die wertvollen Ressourcen im Moment. Und du wandelst was um? Gummi nach Gasflasche. Ja, auf jeden Fall. Da hast du Gummi. Und diesmal... Hä? Gummi nach Gasflasche. Was muss ich denn machen? Eine Gasflasche rein. Bist... Ja, du sollst halt Gasflaschen machen. Ja gut, gib halt Gummi raus. Bringt mir nichts. Laborcomputer und ansonsten sieht das auch relativ nichtssagend aus alles. Lampe ist aber gut. So, ab zum Auto und ab die Energie sammeln. Sind hier, glaube ich, erstmal fertig. Habe ich schon am Anfang gesagt, aber diesmal meine ich es. So, Auto lief die ganze Zeit. Instabilität kommt irgendwie. So, Gang, gut. Auf geht's. Zum Wegpunkt. Ja, zumindest ein paar Gasflaschen haben wir bekommen. Das mit dem Umwandler verstehe ich aber tatsächlich noch nicht. Ich tue auf jeden Fall schon mal das Richtige rein, ansonsten warnt er mich ja. So, da links ist es irgendwo drin. Ich glaube, das kann ich wieder einfach klaumopsen. Da sind sogar zwei drin. So. Ich würde sagen, ich hole erst das ganz hinten. Und dann das hier vorne. Das hinten hat einen größeren Radius und ist dadurch effektiver. Hat einfach mehr Energie. Vielleicht schaue ich auch zuerst hier rein.
Da hinten schimmert es auch so grün. Ist das schon Instabilität? Ja, aber nicht so gut. So. Inventar voll, das glaube ich nicht. Da ist noch jede Menge Platz. Oh. Brechstange habe ich noch, habe ich nicht mehr in der Hand. Mist. Habe ich aber im Auto. Und hier ist nichts drin. Gut, Brechstange wäre im Auto. Und, ach, das ist einfach Instabilität. Deswegen leuchtet das hier so. So, nehme ich mit. Und ciao. Ja, ja, das mag die Umgebung immer nicht, wenn ich das mache. Hui. Nein. Wo ist es hin? Da ist es. Ja, auch mich in die Luft zu schleudern. So, Auto, Auto, Auto. Wo bist du? Hab ich dich außerhalb... Nein, was machst du denn? Nicht in die Instabilität rein. Hast du wieder ein Häschen gefangen? Nein, ich will nicht beschleunigen. Ich bin im Instabilitätsfeld. Ich habe kein Ding mehr. Aber schade. Na gut. Es geht ja irgendwie geradeaus. Solange das Auto nicht leidet, ist ja alles in Ordnung. Glaubt, wir müssen tatsächlich nur noch die Straße lang. Ich habe jetzt das andere nicht eingesammelt. Was soll's. Und Wegpunkt ist auch noch falsch gesetzt. Oh, 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 oh. Oje, oje, oje. Braucht man wieder Notteleport? Scheiße. Wie passiert mir das immer? So. Ich glaube, die gelben Zonen sind einfach dann Zonen, wo extrem viel Anomalie ist. Jetzt sind wir zum ersten Mal drin. Jetzt sehen wir es auch. So, aber es zieht hier irgendwie weiter. Können wir einmal Wegpunkt da hinsetzen. Obwohl wir nur der Straße folgen. Jetzt fahren wir nicht über die scheiß Dummies hier. Sonst sind wir der Dummi. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dachte, wir kommen da vorbei. Na, dann müssen wir eben noch einen Baum weiterfahren. So, auf Nimmerwiedersehen. Ihr Zonenpriester hier. Eieiei. Na gut. Irgendwas, was mein Auto noch heilen will. Gibt ja nicht nur schlechte Anomalien. Na, wenigstens können wir es jetzt schneller. Hui. Au, 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 au. Oh, meine arme Stoßstange. Das hat sie nicht gemocht. Und meine Handbremse ist am Arsch. Na, so ein Mist. Und jetzt geht's sogar in die schlimmere Zone. Hui. Dann wollen wir mal. Und dann sind wir immer noch nicht am Wegpunkt. Also hier gehen wir schnell durch. Vielleicht nehmen wir einen Instabilitätskern mit. Aber das ist alles. So, ja, auch schnell genug geladen. Würde ich mal behaupten. So, dann nehmen wir direkt den und dann raus hier. Mistbatterie ist schon am Arsch. Haben wir irgendwas zum Heilen in der Nähe? Tankstelle hilft nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ach, was ist denn mit meiner Batterie die ganze Zeit los? Glaubt, das ist ein Fehlverhalten. So, was macht man jetzt? Irgendwo geht's nach rechts. Ach, das ist jetzt doof für mich, dass ich so wenig sehe wieder. Dann war aber ein gruseliges Plakat. Okay, da ist ein Entführer. Hier schon mal Instabilität. Nicht gut. Müssen ja nicht direkt drüber fahren. Da ist mehr Instabilität voraus. Naja, Augen zu und durch. Auto wird schon irgendwie schaffen. Da werde ich geheilt. Einmal Heilung bitte. Ja, Batterie wird leider nicht gefüllt, aber Auto wird geheilt. Irgendwie. So, Effekt ist verpufft.
Schade, dass es in einer Zone von Instabilität war. So. Die Straße. Irgendwie müssen wir halt nach links kommen. Wieso lädt sich meine Batterie eigentlich nicht beim Fahren auf? Normalerweise machen das Autos. So wenig Scheinwerfer hatte ich selten. Echt schwierig, gerade was zu sehen. Glaubt ihr, das Problem hatte ich schon mal. Hab mich aber dazu entschieden, das anscheinend bis jetzt noch nicht anzugehen. So, was ist denn das alles? Glaubt, das sollte ich mal scannen. Oder ist das einfach nur, sollte ich so oder so scannen? So, einmal angehalten. So, das haben wir, glaube ich, schon gescannt, ja. So. Ich habe die Heichstaub noch nicht gescannt. Interessant. Ja, das mag ich gar nicht, das mag ich gar nicht, das mag ich gar nicht. Ah, das mag ich. Her damit, her damit, her damit. Bevor irgendwer auf die Idee kommt, mir das wieder wegzunehmen. So. Und jetzt raus hier. Jetzt einfach raus hier. So, dann am besten... Weiß nicht, was am besten ist. Am besten Wegpunkt, solange wir es können. So, wir müssen ein bisschen zurück. Oder dadurch. Ist mir egal. Batterie ist immer noch mausetot. Scheiße. Einfach scheiße mit der Batterie. Hab extra vorhin die Lampen nicht angemacht und jetzt ist schon wieder am Hinterteil. Ja. Dann fahr mal Luftlinie. Hilft ja alles nichts. Beziehungsweise rechts kommen wir auf die Straße. Haben wir, glaube ich, schon oben gesehen. Gleich ist es soweit. Straße? Komm schon. Straße! Papa braucht Straße. Wogegen bin ich denn gefahren? Gegen dunklen Baum? Ja, das hilft niemandem. Straße! Ja, ich bin ein Straßenjunge. So, schnell durch hier. Bevor sich die Zone wirklich verabschiedet noch. Nein! Also das hätte ich zumindest sehen können. Weiß nicht, warum ich da so dämlich war. Ich glaube, die Blitztypen habe ich auch noch nicht gescannt. Naja, wenn da direkt einer ist. Scan. Schockierter Tourist, ja. Sieht auch so aus. Und ich glaube, da unten werde ich nochmal geheilt. Das ist ja richtig grün. Vielleicht kommen wir da noch gerade so hin. Wenn jetzt kein Überraschungszug kommt, der komplett leise ist, können wir das probieren. Noch ist die Zone einigermaßen okay. Komm schon. Ja. Ach, ich liebe diesen Baum. So, heil mal was du kannst. Ach, ist das nicht schön. Gerne die Stahlbleche, das ist alles so teuer. Und die Motorhaube natürlich. Nein! Hat nicht ganz für die Motorhaube gereicht. So, wieder zurück auf die Straße. Zum Glück haben sie hier nicht überall Leitplanken und da kommen wir schon weiter. So, jetzt schaffen wir es mal hinter die erste Mauer, wenn ich das... Genau, hinter die Erweiterungsmauer. Das wird jetzt interessant. Hoffentlich klappt meine Batterie wieder ein bisschen. Aber ich bezweifle es. So. Das sieht doch gut aus. Komm schon. Ja, nicht lange laden, sonst weiß ich nicht, welche ich skippen muss. Das ist dann immer schwierig rauszufinden. So. Aha. Ja, gut, da muss ich erstmal hin. Das sieht sinnvoll aus. Aber hier ist so viel Energie. Im Gegensatz zu in meiner Batterie. So, an der Kreuzung nach links, das kriege ich hin. Ein bisschen mehr Tageslicht wäre klasse. Oh, was ist denn da unten schon wieder los? Rechts von uns soll ein großer Stabilitätsanker sein. Ja, ich glaube, ich erahne ihn. Links ist ein kleiner, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Wenn wir schon hier sind. So.
finde, es macht Sinn, am Anfang Ressourcen zu sammeln und hier nur noch die wertvollen Anker. Gut, das ist sogar ein stabiler Anker. Oh, ein Glück steht mein Auto da. Obwohl, hinter mir ist auch so ein Teil. Ich hoffe, das geht nicht an. Und da unten ein Plakat und sonstiger Mist. Na gut. So, mit V kann ich mich heilen, glaube ich. Da, passt. Schön hoch damit. Wir klauen noch das nächste. Dann ab zum Wegpunkt. Noch haben wir es nicht hinter die Mauer geschafft. Wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. So. Und Tschüssikowski. Wir müssen ja auch hier irgendwie wieder rauskommen können. Nein. Mach doch sowas nicht. Nein, Häschen. Schlechte Häschen. Böse Häschen. Weg. Weg. Doch nicht so viele von euch. Weg. Ah, wieso mögt ihr das Radio so? Schaltet's doch nicht immer ein. So, ich sagte, hier müssen wir irgendwo nach links. Da vorne müssen wir nach links. Und ich muss mal den Radio-Button suchen. Da habe ich gerade keine Ahnung. Volltanken. Volltanken. Definitiv volltanken. Tanksymbol zeigt hier nach links. Pfeilen. Das heißt, links ist mein Tank. Ich kann mir das hier nie merken. Ist aber so. So. Bitte, bitte, bitte voll machen. Voll machen. Ohne Wenn und Aber. Ja. Wenigstens etwas funktioniert hier in dieser Zone. So, lass los. Taschenlampe. Wo ist meine Taschenlampe? Wieso habe ich nie meine Taschenlampe? Und wieso ist jetzt immer nur ein Item von irgendeiner Sache drin? Ja, Konserven. Sehr witzig. Brauche ich nicht. Zumindest nicht in der Anzahl. Ja, eins und eins kann ich zusammenzählen. Ich hätte aber trotzdem gern mehr Loot. So. Dann wollen wir mal weiter. Und einmal umdrehen. So. Weiter geht's. Sind wir richtig? Ich glaube, wir sind richtig. Da müssen wir irgendwie durch. Hab nicht mehr die Hoffnung, dass es die Batterie so viel auflädt, dass es den Schaden praktisch wettmacht oder wert macht. Also lassen wir's. So. Rohrpostsystem, sonstiges System, Straße ist neben uns. Da wollen wir die doch eher nutzen. Sehr viel. Expansion wall. It separates the outer zone from the mid zone and more importantly us from those two idiots. This will get you one step closer to the deep zone. It's far past its prime, so watch your step. Ich gebe mein Bestes. So, ich park mal hier in der Hoffnung, dass das Wasserlevel nicht steigt. So, Tür auf. Keine Häschen in Sicht. Oh, das ist zu nah dran. Das ist zu nah dran. Das sollte ich nicht einfach mopsen, aber ich bin gierig. Ich bin gierig. Ja, ich war zu gierig. Toll. Und Häschen. Ich muss einfach hier durch. Oh, ich nehme Schaden. Ich nehme Schaden. Ich nehme Schaden. Ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. So, einmal durch. Häschen sind oben. Sorgen für Eros. Warum denn auch nicht? So. Wie muss ich da jetzt durch? Irgendwie da links? Nein, fahr doch nicht da rein. Ach, du bist nicht mal ein Häschen, das mich auflädt. So, runter mit dir. Gut, dafür seid ihr also auch zu gebrauchen. Hier, umarmt euch gegenseitig. Mein Auto hat genug Probleme ohne euch. So, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus, das rote Signal. Da kann ich doch einfach reinfahren. Ja, kann ich tatsächlich. Und aber eine dicke Mauer, die sie hier gebaut haben. Achso, ich muss da... Weil ich habe kein Licht.
Ich muss ja jetzt hier irgendwie dahin. Ist der richtig gesetzt? Ja. Sieht man teilweise nicht. Ich hätte mir gewünscht, der Marker wäre da vorne. Beziehungsweise mehr im Vordergrund als das, was man versucht zu markieren. Damit man den auch sieht und merkt, dass man ihn richtig platziert hat. Nicht, dass er einfach in der Luft hängt. Hey, meine Handbremse funktioniert wieder. Ich bin so ein guter Mechaniker. So, das geht jetzt in die falsche Richtung. Ich habe nicht gewusst, dass ich hier jetzt so rumkurven muss. Kann man das Zeug auch looten? Ist das Zeug instabil? Da stehen Dummies. Muss man natürlich ausweichen. Was ist denn hier drin? Könnte man bestimmt auch looten. Jetzt geht's erstmal darum, weiterzukommen. Muss man ja hier aufpassen, über was man fährt. So, irgendwo links müsste jetzt die Straße wieder anfangen. Hier noch nicht. Ich sehe leider ein bisschen wenig. Ich glaube, da ist die Ausfahrt irgendwie. Ich sehe nicht, worauf ich fahre. Aber verkehrt sieht es schon mal nicht aus. Wir müssen jetzt halt nur irgendwie nach links oben. Ich würde sagen, wir haben schon hinter die Mauer geschafft. Dann schauen wir mal, wo uns das jetzt hinführt. Ja gut, können wir einfach weiterfahren. Obwohl, das geht wieder in die falsche Richtung. Wir müssen... Nee, scheint zu passen. Hinter mir waren ein paar explosive Geräusche. Neben mir auch. So, ohne Lampe ist das natürlich ein Graus im Moment. Komm schon. Nur kleine Scheinwerferchen. So, in der Hoffnung, dass wir hier durchkommen. Irgendwo rechts beginnt hier die Straße, also ganz irr können sie uns wohl nicht leiten. Also mich schon. Und das ist so schade, dass wir nichts sehen. Ich höre dich. Lad meine Batterie auf, wenn du dabei bist. Ach, eine Straße, die weiterführt. Eine weiterführende Straße. Ja, das sieht richtig aus. Und das ganz ohne Hilfe von meinen Scheinwerfern. Ich kann mich verarzen, während ich fahre. Wäre beinahe schief gegangen und ich hätte noch eine Bandage gebraucht. Ist ja irgendwie gut gegangen. Okay, dann fahren wir mal dahin. So, lädst du jetzt länger, weil das eine mir unbekannte Zone ist und du nichts gecached hast? Nö, geht eigentlich auch schnell. So, da muss ich hin. Dann fahren wir da auch mal hin. Hilft ja alles nichts. Hallo. Oh, was ist das? Your connection to Wabi is jammed? Worry not. Our signal is crystal clear. A little bit obvious, don't you think? Right, ask me if I care. Yeah, and the mid-zone's been marinating in all this radiation for so long. Uh-huh. Things don't work the same as they do in the outer zone. But the good news is, we live here. We can help you, no sweat. Ist das wirklich so eine gute Neuigkeit? We've got to extend the signal from the garage. Otherwise, Abby's equipment won't be much help. Hooking you into a mid-zone stabilizer should do the trick. Ich gebe mein Bestes. Na gut, was haben wir denn hier? Kann ich dich scannen? Kugel, was bist du für eine Kugel? Gigantisch, ja, und was mache ich mit dir? Aha, kann ich dich abbauen? Nö. Okay. Sumpfeier. Mit dem Staubsauger? Ja gut, warum nicht? Lecker, lecker Sumpfeier. Bringt mir das was? 48. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie da hochkommen. Hier ist gesperrt. Gibt es noch was zu scannen? Scan, scan, scan. Was zu looten? Loot, loot, loot? Nö, gut.
Auto ist auch noch da irgendwie. Stabilität ist hinter uns nicht sehr gegeben. Können wir ein bisschen durchs Wasser fahren? Ja, nein, ich weiß nicht. Wir werden es rausfinden. Wird ja bestimmt nicht so tief sein. Da mache ich kein zweites Mal. Vielleicht doch. Ist ja alles gut gegangen. Oh. Komm schon. Du bist ein großes, starkes Auto. Mit einer extremen Steigung. Nein. So knapp. Kannst du jetzt nicht einfach auf den letzten 2 Metern sagen, ach, ist mir doch zu steil. Doch, kannst du. Dann probieren wir es hier. Sieht doch annähernd besser aus. Wenn du den ersten Hügel schaffst, ja. Mit Power geht fast alles. Nee, geht alles. Hat geklappt. Sieht hier echt leuchtend aus. Brauche ich meine Scheinwerfer hier gar nicht. Na, da hatte ich ja Glück. So. Parken. Okay, Motor kann anbleiben. Gut, Motor ist an. Weiß nicht, was die ganze Zeit meine Batterie abzieht. Und das sieht hier ja bei in jeder Zone ein bisschen gleich aus. Ach, so wenig Loot. Was soll ich mit so wenig Loot? Okay, Stabilizer in Section D is online. Coming through loud and clear. Hey Francis, pair the car's broadcast frequency to the stabilizer, would you? Hey, come on, nein. I can't do this without you. Fine. There, your receiver's hooked in now. And we're patched into all that sweet device data. Das brauche ich. Meins. Oppy won't be able to block us out anymore. Well, better get going. Here it comes. Was machen die denn? Wir sollen jetzt raus. Fahren. Aha, und gibt's einen Weg dahin? Ja, die Strecke hauptsächlich lang. Ach, scheiß drauf. Querfeld ein. Die werden das ja schon nicht so gemacht haben. Da ist schon der gelbe Kreis. Straße ist auch da, das ist doch wunderbar. Nur nicht gegen irgendwas fahren und dann ganz, ganz entspannt raus hier. Da links war eine coole Anomalie. Hätte ich gern noch gescannt. Das Spiel will, dass ich fahre. Ich will aber nicht gegen die Bäume da stoßen. Uiuiui. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Auto steht wieder richtig rum. Schlimmste vorbei. Ich mag's nicht, dass ich's beim Gelben schon so zuspitzt, der Sound. Ist doch alles in Ordnung. Hui. Wollte es zwar nicht nochmal machen, macht aber Spaß. So, jetzt haben wir endlich Ruhe. Werden nur ein bisschen verfolgt. Ah, ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir haben das. Ja. Wird schon werden, was? Nein, nochmal eine große Pfütze vor uns. Ah, hier können wir leicht drüber fahren. Komm schon. Rein mit dir, sauf jetzt nicht ab. Uiuiui. Ab in die Garage. Das war ein Ausflug. Ach, sehr schön, da sind wir wieder. Und was hat Oppi zu sagen? Die beschwert sich bestimmt wieder, so wie ich sie kenne. Wow! Oppi was hiding a magic teleporter? We could have been beaming all over the zone this whole time? Don't worry, I'll restore her connection once you do us a little favor. We suspect Oppi's hiding a copy of Artis' database in that auto shop of hers. Uh-huh. Find it, and we can get back to this remnant business. Okay. Ein kleiner Gefallen heißt die nächste Quest. Sehr gut, dann würde ich aber sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.